Klare Vorzeichen im heutigen Duell Vorletzter gegen Dritter. Der ASK KSIH Steyr St. Valentin empfängt die Union Pro Conditach. Das Auswärtsteam der Favorit und das bestätigt sich auch schnell. Das Spiel gut eine Minute alt und die Gäste in Weiß kommen über den Flügel. Pass zur Mitte auf Golgeter Berischer, der tankt sich durch. Überlegter Abschluss ins Eck und da ist das 1:0 nach nur 66 Sekunden. Weiter geht's in der Tonart nur 3 Minuten später. Berischer setzt Yusuf Efendioglu in Szene. Der Stürmer mit dem gefühlvollen Lupfer über Goli Bogenreiter. 2:0 in der 5. Spielminute. 17 Minuten gespielt, Freistoß Dietach. Der ist Chefsache für Berischer, der Schlussmann, der Gastgeber aber zur Stelle. Der Tabellendritte immer wieder über rechts gefährlich. Flanke durch den Strafraum und hinten lauert na klar Berischer. Der lässt seinen Bewacher aussteigen und trifft per Doppelpack zum 3:0. Das Match hier eigentlich entschieden. Kurz vor der Pause dann fast eine Kopie vom 0:3. Wieder kommt die Flanke von rechts. Wieder steht Dennis Berischer richtig. Kurzer Haken und rein das Ding. 4:0. Hattrick für den Dietacher Angreifer. Zur Pause ein einseitiges Spiel. Dietach lässt nichts anbrennen. St. Valentin mit keinen nennenswerten Chancen. Erst in Halbzeit 2 ein kleiner Lichtblick der Gastgeber. Riedl spielt Stanic frei. Der taucht vor Genshofer auf. Der Dietach-Goli holt sich mit dem Schuss den Arbeitsnachweis ab. Dann wieder die Gäste am Zug. Schweiger mit der Hereingabe. Keiner so richtig am Ball. Efendioglu handelt am schnellsten und streichelt die Kugel Richtung Tor. Die hüpft aber an der Torlinie vorbei. Die letzte Aktion im Spiel dann nochmals auf Dietacher Seite. Bottas mit dem Dribbling legt nochmals ab auf Efendioglu. Der springt ein und macht den 5. Treffer. Und auch er schnürt damit seinen Doppelpack. Das auch der Schlusspunkt. Schiedsrichter Haslehner beendet die Partie. Der ASK verliert zu Hause 0:5. Die Gäste mit einem ungefährdeten Auswärtsdreier. Es ist schwierig zu erklären, warum wir in einer Derby, und das war eigentlich ein Derby für uns heute, mit so wenig Zweikampfstärke reingehen und gleich eigentlich in die ersten 10 Minuten 2 Tore bekommen. Wir sind heute so gestartet, eigentlich, wie man Dieter kennt. Und spielerisch da kommen die Chancen eiskalt genutzt. Und ich bin extrem froh, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben.